Tessellation. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Discover. Freeware heißt es wieder einmal. Seit langem habe ich kein Let's Discover mehr gemacht, aber hier kommen sie wieder. Der Sonntag wird jetzt immer so ein bisschen für ein paar andere, sag ich mal, Single-Video-Projekte sein, so wie zum Beispiel das Let's Discover oder das Angespielt-Format. Ich werde einfach mal in ein neues Game starten. Wir spielen ein ziemlich tolles Freeware-Game. Wie immer ist das auch auf sergeantrumpel.de zu finden. Und hier hat man auch schon gerade unseren merkwürdigen Hauptcharakter gesehen. Wir befinden uns in einer kleinen Schule. Obwohl, klein weiß ich gar nicht. Vielleicht ist die gar nicht klein. Sieht aber irgendwie so aus, so ein bisschen wie Grundschule. Hier wird das Dezimalsystem erklärt. Und One in a Google Plex. So, wenn man das sein soll. Polyward 2. Fourth Grade sind wir also. So, WASD, das kriegen wir gerade noch hin. Left Click, Use oder Pick Up. Können wir das aufnehmen hier? Nö. Shift in Sprint und dann können wir noch jumpen. So, ich hätte ja ganz gerne mal unseren Charakter angeguckt. Ich finde an sich schon ist es sehr, sehr nett gemacht hier. Dieses Spiel sieht super aus. Von der Grafik her. So, und jetzt wird es nämlich ziemlich abstrus. T, start time travel, right click, rewind und again stops time travel. What the fuck? Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Natürlich habe ich es schon. Ich habe ja diese Stelle schon mal vorgespielt. Hier sehen wir auch schon, das ist keine Weltzeituhr. Beziehungsweise vielleicht ist das hier der Stundenzeiger und das der Minutenzeiger. Wer weiß. Wie dem auch sei. Das kennt man ja eher so aus amerikanischen Schulen, oder? Kennt das jemand hier aus deutschen Schulen? Solche Schließfächer hier kenne ich nicht. Kann ich das zumachen? Nö. Ihr seht, so Interaktion ist jetzt hier nur ganz bei ganz bestimmten Objekten der Fall. So, hier steht nochmal das gleiche. T, start time travel. Right click to rewind und again stops time travel. Wir werden uns irgendwie in der Zeit bewegen. So, ich kann hier... Alter, das ist ja viel zu crazy hier. Das ist ja viel zu schnell. Jetzt machen wir T. Achso. T bin ich und bin jetzt, nehme jetzt sozusagen auf. So. Und das mache ich das hier. Und jetzt müsste ich eigentlich... Ach, Right-Click hätte ich machen sollen. Right-Click ist der Rewind-Button. Also gut, pass auf. So, klick. Aha, da geht's auf. Jetzt mache ich Right-Click und da bin ich. Da stehe ich. Guckt euch das an, wie ich aussehe. Crazy Shit. So, jetzt pass auf. Hier mache ich mir die Tür auf und ich gehe durch. Geil, oder? Super geiles Game. Ist schon ein bisschen her, dass ich das angespielt hatte. Deshalb muss ich mich jetzt gerade nochmal wieder erinnern, wie das ist. Also... Um jetzt nochmal die Verwirrung, weil Time Travel, Zeitreisen sind ja immer so ein bisschen was, die so ein bisschen Mindfuck darstellen, muss ich ja sagen, ne? Finde ich ja auch immer gut, deshalb mag ich auch Inception so gerne. Also, ich starte einen bestimmten, die Zeitaufnahme, müsste man fast eher sagen, nicht die Zeitreise. Ich starte die Zeitaufnahme, dann kann ich selbst mich in irgendeiner Form bewegen. Zum Beispiel mache ich jetzt 1, 2, 3 und dann gehe ich hier rüber und dann stehe ich hier. So, jetzt werde ich natürlich dort wieder spawnen, wenn ich rechts klicke. Das mache ich genau jetzt. Zack. Und dann sehe ich mich, wie ich hier stehe und nach 1, 2, 3 loslaufe. Natürlich laufe ich jetzt mit der anderen hier hin. So. Und jetzt mit der dritten. Hallo? Das ist geil, oder? So, jetzt muss ich aber hier nochmal stehen bleiben. Und jetzt nochmal zurück. Jetzt sind wir schon bei der vierten Instanz. Da, guckt euch das an. Die ganzen Roboter. Crazy Stuff. Also ich muss ganz ehrlich sagen, super geil. Auch das Design mit diesem komischen... So ein bisschen sieht so aus wie dieser Rubik's-Würfel, aber ist es nicht wirklich. So, mal gucken, was wir jetzt hier zu tun haben. Ja, ist ganz klar. Nicht. Also da oben muss ich hin irgendwie. Das Ding fährt hier wahrscheinlich nach oben. Dort ist einer, da muss ich drauf. Und ja, hier muss ich auch noch drauf. Ist ja klar. So,
Time Travel starts now. So, ich laufe erstmal hier ein bisschen rum, damit ich Zeit gewinne, weil der muss ja erst nach hier oben fahren. So, dann stelle ich mich hier drauf. Nummer 1 haben wir gedrückt. So, zurück in der Zeit. Jetzt muss ich ihn hier machen. Ich warte, bis ich mich dahingestellt habe. So, der wartet noch. Jetzt fährt der nach oben und stellt sich auch drauf. Das müsste eigentlich schon lang. So, zurück. Jetzt muss ich schnell hier hin. Da kommt mein anderer Helfer. Ihr seht schon, ganz schön crazy das ganze, der ganze Shit hier. Ich stelle mich hier drauf und die Tür ist offen. Jetzt wieder zurück. Meine vierte Instanz. Ich muss hier nur noch zugucken, wie alle ihre Arbeit erledigen. Da fahre ich hoch. Der geht drauf. Der geht drauf. Ja, wir sind raus aus dem Klassenzimmer. Geil, oder? Ich finde es ja ganz gut, das Spiel bisher. Muss ich sagen. Wie ist das eigentlich? Achso, das ist hier da, wo da sind wir gerade gewesen. Ich kann ja auch springen. Das sollte ich auch mal machen, damit wir mich selber springen sehen kann. So, was haben wir hier? Sogar Cloth Simulation. Respekt. Sogar wenn ich dahin durchlaufe. Ich bin beeindruckt. Cloth Simulation ist nicht so ganz ohne. In real time. So, also, wir müssen da hoch. Wie kommen wir denn da hoch? Dort ist irgendwie was. Oha, das scheint eine Plattform zu sein, die sich auch nochmal weiter bewegen kann. Da muss ich jetzt doch glatt mal gucken. Ich glaube, wir brauchen auch hier gar nicht vier. Hops, hops, hops. Ich kann das nicht sehen da oben. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier drauf drücke? Das passiert gleichzeitig. So eine fiese Möb. Na gut. Also, liebe Leute, dann ist es ja total klar und total easy. Also, wir starten die Zeitreise jetzt. Der Erste geht hier hin. Oh, nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Huch. Tja, der ist jetzt mal total nutzlos. Hört das denn auch irgendwann wieder auf? Achso, ja, ich kann ja hier einfach T drücken. Dann fange ich nochmal an. So, Zeitreise beginnt jetzt. Der Erste geht hier selbst drauf und fährt sich nach oben. So. Nur der hier springt jetzt wieder runter und drückt das nochmal. So. Und jetzt wäre hier jemand oben, der geht drauf und zurück. Der läuft jetzt darüber. Geht dort auf das Teil drauf, auf die Druckplatte. Und dieser hier geht hier auf die Druckplatte. Und dann müsste der dritte hier zurückkommen. So, jetzt mal gucken, ob das funktioniert. Halt, stopp, ich muss mit. So. Ja. So kann man auch mit sich selber spielen. Schön, ne? So, der springt jetzt wieder runter. Und tschüss. Ich bleib hier und warte, bis mein Fahrstuhl kommt. Tü-tü-tü-tü-tü. Fahrstuhlmusik. Ding, da dann, da dann, dann, di, 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 di. So, der müsste jetzt auf den gehen und ich gehe hier schon drauf. Jawoll! Und einmal zurück. Es war total Spaß, das zu sehen. Ich finde das Model auch super. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese kleine Schleife und dieser Rüschenrock, oder wie nennt man das? Großartig. So, hier sieht man den Verlauf der blauen Linie, zeigt also meinen zweiten Charakter an. So, der fährt rüber. Und jawoll! Ich bin in der Turnhalle angelangt. Das ist doch gut. Ah, ich kann den mitnehmen. Super. Jetzt muss ich den da reinwerfen, wetten. Bäm! Ich bin so ein Ass. So, auf den Ball nehme ich jetzt mit. Und bringe damit das Spiel zum Absturz. Oh. Wie geil! Das hatten die. Haben die mal schön vorhergesagt, dass ich so einen Scheiß machen werde. Ui, jetzt wird's aber interessant. Glühbirnen. What the fuck?
Also irgendwie Glühbirne, ich schmeiß sie dahin. Wenn die zerbricht, dann lacht er, nehme ich an. So, meine erste Glühbirne. Und wo muss ich die jetzt hinwerfen? Da oben rein. Hallo? Huch. Ich muss was von hier werfen. Verstehe. Das war nicht weit genug. Ich frage mich gerade, ob wir da auch irgendwie was mit Time Travel machen können. Weil das ist ja niemals weit genug, was ich hier mache. Der ganze Blödsinn. So. Kann ich denn hier irgendwie durch? Nee. Ich kann mich hier ganz dran stellen. Aber das kommt niemals bis dahin. Ich könnte jetzt natürlich versuchen... Ja, natürlich. Hier beginnt der Time Travel. So. Jetzt warte ich nochmal kurz. Ja. Ich bin nämlich währenddessen darüber gelaufen. Ohne Glühbirne natürlich. So. Fuck auf! Nein! So, jetzt aber. Hallo Kühlschrank. Du lässt mich durch, ne? Ja. So. Wirf mir eine Glühbirne zu. Bring mir die Erleuchtung. Mein Damn it! So. Guten Tag, guten Tag. So. Wir sind ein Team. Ich gehe mal hinter dich, weil ich glaube, dass der weiterwirfen wird, als du denkst. Ha! Voila! Voila! Was für ein geiles Spiel, muss ich sagen. Super, super, super gut. Also, diese ganzen Sachen hatte ich jetzt bisher noch nicht gespielt. Und es sieht einfach so geil aus. Sieht so schön aus. Man braucht nicht unbedingt immer die total High-Res-Models. Können auch einfach nur gut gestaltete andere Models sein. Der will mich aber. Ey, Basketball-Game oder was? Komm her, du Kühlschrank. Wieso eigentlich ein Kühlschrank? Boah, ich kann ja hochspringen. Sag mal, willst du mich verarschen? Geil, jetzt muss ich ein richtiges Basketball-Game mit dem Kühlschrank machen, oder was? Das ist ja der Oberhammer. Tja, nur wie mache ich das? So, pass auf. Zack. Achso, ja, ich muss vielleicht erstmal, bevor ich das mache, die Zeitreise starten, ich trottel. So, pass mal auf, ich mach das hier jetzt. So, Achtung. Pass! Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Achso, ja, mit dem kann ich jetzt nichts mehr machen. Den bewege ich mal weg. Den will ich nicht mehr. So. Achtung. Nein, das ging zu schnell. So, den habe ich wieder zurückgeworfen. Jetzt mal gucken, ob das geht. Komm, pass ihn her, pass ihn her, pass ihn her, pass ihn her. Nein, ich habe ihn nicht bekommen. Damn it. Aber wir können es einfach nochmal machen. Wir können ja hier zu Zehntausenden stehen, glaube ich. Achtung. Nein, nein, ich habe ihn sogar gekriegt. Aber vielleicht kann ich jetzt... Oh, da wurde ich ja mal ganz schön zurückgeworfen. Dann mal gucken, ob ich den abfangen kann. Mir selbst nochmal abfangen kann. Nein. Ich glaube, ich muss mir noch das nochmal machen. So, Achtung. Ich fange nochmal von vorne an. Mit sich selbst Basketball zu spielen, inklusive Passen, ist gar nicht so einfach. So, also. Ich stehe hier. Dribbel, 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 dribbel. Pass. Okay. Das haben wir. Ach so, nee, ich habe wieder das T gedrückt. Ich trottel. Na gut, dann machen wir es einfach von hier. So. Dribbel, 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 dribbel. Pass. Vielleicht sollte ich nicht so weit den Ball schicken. Aber wir werden sehen. So. Dribbel, 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 dribbel. So, pass auf. Okay, jetzt habe ich es aber wirklich ganz genau auf meinen Kreis geworfen. Das sollte eigentlich funktionieren. So, jetzt aber, komm. Komm, komm, komm. Give it to me, baby. Aha, aha.
Yes, yes, yes. NBA würdig, würde ich mal sagen. Die Basketballklasse hätten wir abgeschlossen. Wir dürfen jetzt nach draußen gehen und frische Luft schnappen. Bei unserem Quadratschädel ist das auch ganz gut, denn wir haben Kopfschmerzen. Geile Bäume, der Hammer. Und Vögel auch. Ach ja, und Vögel auch. So, was ist denn jetzt hier wieder los? Jetzt kommen wir irgendwie mit der Farbe hier zurande. Kann das sein? So, Nummer 1 muss also nach oben fahren und mit der Farbe irgendwas anstellen, nehme ich mal an. Was haben wir denn hier? Wir haben nur gelbe Farbe rumliegen, wenn ich das richtig sehe. Was ist das hier? Ein Crowbar. Half-Life. Was haben wir hier? Die können wir auch nicht mitnehmen. Das hier können wir auch nicht mitnehmen. Na, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich hier das Ding drücke. Okay, das fährt... Ah, ganz nach oben. Und dort oben steht irgendwas. Können wir das sehen von hier aus? Ah, je mehr Leute da drauf stehen. What happens when weight is removed from a compressed spring? Ah, okay. Versteht ihr? Versteht ihr? So. Also, Time Travel starts now. So, der erste, der läuft darüber. Tippel, 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 steht drauf. So. Und jetzt mache ich natürlich Klick. So, das wird natürlich nicht nur einer sein, sondern es werden sehr viele sein, die wir da hochfahren werden, lassen, tun. Und hier kommt der erste. Nummer 1. Jetzt muss ich mir aber doch irgendwas ausdenken. Ah, ich weiß schon was. Passen Sie mal auf, weil ich stelle mich jetzt hier drauf. So. Pass auf. So. Und dann mache ich... Pass auf. Eins. Oh, nee, das geht gar nicht gut. Was machen wir denn dann? Zurück und Sprung. So, warum ich das jetzt gemacht habe, ich muss mich ja synchronisieren nachher. Der letzte, der da hochgeht, der wird oben bleiben. Jetzt sehe ich sozusagen ihn hier immer einmal springen. Dann läuft er zurück und dann geht er nach vorne. Das heißt, ich werde mich jetzt mit dem zweiten einfach mal direkt hier hinten hinstellen. So. So, auf, der springt jetzt gleich. Hops. Nein, so nicht. Jetzt wollte ich zurück und nach vorne. Jawoll. Und der dritte. Ich glaube, das müsste schon der sein, der dann tatsächlich auch nach oben schnellt. Das heißt, jetzt muss ich mich gar nicht mehr groß synchronisieren. Oh, ich stehe immer, ich stehe in mir selbst drin. Tja, da könnte man auch jetzt einen fiesen Erotikfilm draus machen, wenn man so oft sich selbst hat. Ah, ich springe hier lieber nochmal mit runter, zur Sicherheit. Nee, so nicht. Und zurück. Oh, da bin ich aber schon weit gesprungen. Aber gut. Dann werde ich mal versuchen, jetzt mit dem vierten... ganz nach oben zu kommen. Ich glaube, wir müssen dort auf das Dach hinauf. Ich finde es total super, dass die hier dieses Time-Travel-Thema extrem gut umgesetzt haben, muss ich sagen. So, Achtung. 4 Leute. Da sind auch 4 Leute eingezeichnet. Insofern ist das eigentlich völlig legitim. So nicht. So. Jetzt sind wir hier wirklich ganz am Boden. Und Achtung. Jawoll! Super cool! Also ich muss sagen, dieses Spiel ist der Oberhammer. Ich glaube, ich würde sogar spielen als kommerzielles Game wieder einmal. Das mache ich ja, sage ich ja häufig bei meinen letztes Cover-Sachen, weil ich mir ja auch nur die besten Sachen raussuche. So, was haben wir hier? Muss der Ball da rein? Oh. Nee, der Ball muss, glaube ich, ganz woanders hin, oder? Ah, nee, da sind nur so Plattformen. Mal gucken, ob das irgendwas bringt.
Nö. Na gut, dann ist der Ball hier nur zur Belustigung. Wir schauen uns mal hier um. Wir haben zwei... Oh, und ich sehe diese hier. Und da oben, das muss man jetzt aber richtig, richtig gut planen. Alter Schwede. Und nochmal so eine Spring. Das ist ja sehr viel. Also, wir können hier einmal einen hochfahren. Okay. Hier fahren beide nach unten. Auch interessant. Und was passiert hier? Da geht die Tür oben auf. Okay. Das müsste ich wohl mal als allererstes machen, würde ich sagen. Weil die Figuren bleiben immer stehen. Wenn sie dann nichts mehr zu tun haben, dann bleiben die einfach stehen. Bis zum bitteren Ende. Insofern. Also, zuerst gehe ich hier drauf. Dann würde ich dieses hier bedienen. Und zwar mit ein und derselben Figur. Da kann ich dann auch direkt mehrere nach oben gehen lassen. Aber das stimmt nicht. Das ist nicht richtig, was ich gerade sage. Ich muss auf jeden Fall dann... Das kann ich aber mit der ersten machen. Diese hier erstmal bedienen, sodass die dann immer hier hochkommen. Versteht ihr, was ich meine? Zeitreise beginnt jetzt. So. Normalerweise gehe ich jetzt hier hoch. Klicke da drauf. Warte, das mache ich einfach mit. Klicke da drauf. So. Würde jetzt dorthin laufen. Und jetzt kann ich mit dieser Figur hier runter. So. Warte kurz, bis ich mindestens vier erst von dort nach dort gesprungen sind, dann von dort nach dort. Jetzt gehe ich runter und stelle mich jetzt auf diese hier drauf. Und das war's für diese Figur. Bin ich jetzt mal so, gehe ich jetzt mal davon aus. So, next. Hier kommt Nummer 2. Ah nein, ich trottel. Ich habe auf T gedrückt statt auf... Oh! Oh! So, dann müssen wir das leider nochmal machen. So, wir beginnen hier. Wir machen das jetzt aber etwas schneller. Jetzt wissen wir ja schon den Plan. Fahren nach oben. Hier würden alle mitfahren. Die laufen dorthin, ich laufe aber hierhin. Währenddessen fährt er schon mal runter. Die springen von dort nach dort nach dort. Warten dort, bis ich hier runtergegangen bin. Das Ding fährt hoch und ich stelle mich hier drauf. Fertig. So, rechter Mausklick. Das war der Trick. So, lass mich mit. Hervorragend. Nummer 1. Wird nach oben fahren. So, dann müssen wir hier uns jetzt noch synchronisieren. So, 1, 2, 3, 4. Okay. Nummer 2. Wird spannend, ne? Vor allem, wenn man es hier einmal verkackt, dann kann das ziemlich unangenehm werden, glaube ich. Kann man alles nochmal machen. Trotzdem, man sieht sich ja selbst. Man ist sich sein eigener Lehrer. Sein eigener Vormacher. So, Achtung. 1, 2, 3, 4. Okay. Noch einer. Jetzt wird es hier ganz schön voll auf den Plattformen. Wie im Entenmarsch laufen sie alle dahin. So, hier kommt der Fahrstuhl. So ein bisschen futuristische Atmosphäre hat das ja durch diese Musik hier irgendwie, ne? So, und dann geht's rüber. 1, 2, 3, 4 und sie läuft los und rüp. So, das war, glaube ich, auch das Signal, dass wir jetzt genug Kraft haben, um meine letzte Figur, die wir jetzt gerade steuern, ganz nach oben zu befördern. Und dann müsste eigentlich auch die Tür offen sein. Ziemlich crazy, das Spiel, muss ich ja schon sagen. So. 1, 2, 3, 4 und tschüss. Jawoll! Wie geil das ist.
So, left click to taunt, um ihn zu täuschen. Und nun? Aha. Öl. Okay, komm her, komm her. So, den behalte ich jetzt mal schön hier, während ich natürlich mit der anderen... ...hier hinlaufe. Ob das mal jetzt nicht zu schnell war. Channel 5! Jawoll, es hat gerade noch geklappt. Und der dumme Roboter ist unten. Der dumme Kühlschrank. Kann ich den eigentlich von hier aus auch taunten? Den will ich jetzt ja noch taunten, taunten, taunten. So, hier kommen die Entwickler dieses Spiels. Sean Kanata, Kristen Lambert, Graham Gilreth, Eric Spivacek, David Beiser, Christopher Klein, herzlichen Glückwunsch. Thank you very much for this game. It has been a pleasure to play Tessellation. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Wenn ihr das Video jetzt komplett gesehen habt, dann wisst ihr natürlich jetzt schon so ein bisschen, wie die Rätsel gehen. Die sind jetzt auch vom Denken her gar nicht so... so schwer, aber von der Ausführung her gar nicht mal so ohne. Wenn ihr total begeistert von dem Ding seid, ladet es euch runter. Und wenn ihr dann immer noch total begeistert seid, dann schreibt den Entwicklern eine nette Mail. Ihr findet das Ganze auf sergeantrumpel.de/freeware oder auch hier in der Beschreibung. Bis dahin. Tschüss.